Hallo, ich nochmal. Und zwar will ich ja mit Mixed Media anfangen und es gibt ja diese tollen Inksprays, diese, ne, und wundervoll. Sieht das denn immer so mega, mega schön aus. Und jetzt habe ich mir von Action diese Metallic Acrylfarben. Das soll Silber sein. Das ist hier, das soll wohl, Moment, wo steht's? Metallic. Steht denn das? Naja, jedenfalls habe ich diese fünf Stück hier. Das ist der Bronze. Das ist Kupfer, Gold. Und was das? Braunmetallic vielleicht oder Rotmetallic? Naja, jedenfalls habe ich diese Farben noch nirgendwo gesehen bei den Künstlern. Und jetzt wollte ich mal eben ganz schnell mit euch die ausprobieren, wie die aussehen auf dem Zettel. Ich habe die echt noch gar nicht ausprobiert. Einfach mal so ein bisschen auf dem Blatt. Okay, das ist der falsche Pinsel, glaube ich. Also das glänzt schon mal richtig cool. Aber der Pinsel ist nicht gut. Ich versuche mal den. Mach mal Licht an. Vielleicht sieht man dann mehr. Also so sieht man zumindest die Farbe hier besser. Oh ja, das ist richtig schön. Naja, schade, dass man das durch die Kamera nicht so sehen kann. Naja, auf jeden Fall ist das, glaube ich, mit Licht besser. Das ist hier jetzt Silber. Sieht in der Kamera aus wie grau. Aber es schimmert und ist wirklich. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn das trocken ist. Ja, das ist denn Silber. Tja, welche hatte ich denn jetzt? Die, glaube ich, hatte ich. Nee, die liegt da noch. Oh. Dieses Stativ von Action ist eigentlich gut, aber das ist halt blöd, wenn man das zwischen die Arme so ist anders als ohne, ne? Das ist jetzt Bronze, Kupfer meine ich. Oh ja, das ist toll. Also ich werde auf jeden Fall Mixed Media mal mit ausprobieren. Richtig, richtig schön, die Farben. Vielleicht muss man da ein, zwei Mal mehr drüber, dass es richtig deckt. Aber so deckt es ja schon. Wackelige Angelegenheit. Und die leuchten und glänzen richtig toll. Und das ist, sieht jetzt hier aus wie rot. Rot. Und die haben, glaube ich, 2,39 oder 3 Euro gekostet, die ganzen Farben. Und diese Inksprays, die sind ja schon mega teuer. Aber die kommt man auch lange mit hin. Also irgendwann werde ich mir die wohl auch holen. So, jetzt kommt Gold. Machen wir mal hier hin. Also wenn ihr sehen wollt, wie die trocken aussehen, mich würde es schon interessieren, könnt ihr mir ja auch unter die Kommentare schreiben unten, dann zeige ich das nochmal schnell im Extra-Video, weil das dauert ja jetzt, bis die trocken sind. Und mit dem Schneiden, das habe ich noch nicht so drauf.
Da muss ich mal gucken. Also das Gold ist auch mega. Man muss es nur dick auftragen, sonst, naja, deckt es halt nicht so richtig. Oh, seht ihr das? Wie das schön glänzt. Das ist ja richtig tolles Gold, oder? Finde ich mega. Ich freue mich schon drauf. Juhu, ich habe ja mein Gesso und alles da schon. Ne, das Gold hatten wir ja jetzt. Und dann habe ich noch Blau. Metallic Blau. Voll cool. Und das mache ich jetzt mal dahin. Zack. Ups. Toll. Richtig schön sieht das aus. Oh yes. Da freue ich mich zu. Naja, für euch sieht es einfach nur blau aus. Ja, wie gesagt, die Farbe, das sieht man wahrscheinlich erst richtig, wenn das trocken ist. Aber ich bin fürs Erste schon mal begeistert. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Und dann werde ich euch mal ein fertiges Werk zeigen, auch wenn es nichts geworden ist. Aber ich finde auch, das kennen einige von mir, ich zeige auch gerne mal einen Fail. Natürlich möchte man lieber zeigen, wenn das geklappt hat, aber ja, das sind die Metallic-Farben vom Action. Und ich finde die echt nicht schlecht. Gut, meine Lieben, das war's dann erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.